zurück hier bei Forza Horizon 4. Wir gehen jetzt auf große Shoppingtour und geben 25 Millionen aus. Erstmal kaufen wir das hier oben. Das teuerste. Die Edinburgh Castle. Aber ich finde die andere viel geiler. So am Strand. So viel geiler. Viel schöner. So. Auf geht's, wir kaufen. Wir kriegen 10 Super Wispens Alfa Romeo P3. Kaufen. Ja, 15 Millionen Leute. Oh, was für einen roten Teppich wir haben da, um reinzufahren. Nein. Ich will das andere dann als mein Zuhause haben. So. Wir können auch außerdem noch was am Fuhrpark abholen. Also, das ist jetzt unser Gebäude. Hier, warte, kann man. Drohnenmodus? Kann man mal angucken hier. Da kann man nicht leider hochfliegen. Das ist Gebäude Nummer 1. Habe ich nur von hier eine bessere Sicht? Ne, schade. Also, Haus Nummer 1. Was wir gekauft haben. Und jetzt geht's zu Haus Nummer 2. So, und ich meine, da kriegen wir sogar ein Dings freigeschaltet. Wie heißt es? Ein Scheunenfund. Ich mich nicht täusche. Ja. Mit der Rampe 10 Super Wispens und Scheunenfundgerücht. Jawohl. Ich ernenne dich zum Lord von Bamborough Castle. Naja, eher zum offiziellen Verwalter. Übertreiben wir es nicht. Zack. Auch unsers. Richtig nice. Ja, das möchte ich jetzt mal zu Hause haben. Fuhrpark, wenn wir gucken, Scheunenfunde. Fehlen uns auch nicht mehr viele. Da ist einer von denen und ein anderer. Ich glaube, das ist im Herbst, den ich nicht mitgekriegt habe. Der wird aber also noch nachgeholt. Ich wurde nicht schlau daraus, warum er da draußen stand, bis die Mechaniker es mir sagten. Diese Dinger wurden in Großbritannien entwickelt und gebaut. Aber der Motor stammt aus den USA. Hast du das gewusst? Lernen macht Spaß. Sofort. Warum wird auch nicht der Motor daherkommen? So, haben wir auf jeden Fall das auch. Und wir haben jetzt 10 Super Wispens und wir müssen gucken, wo die Scheune ist. Hallo, eure Hoheit. Weltweit. Oh. Ist in eurem Schloss auch genügend Platz für eure vielen Autos? Ich habe gerade von einem neuen Scheunenfund gehört. Oh, der ist gleich ja echt um die Ecke nah. Von deiner neuen Bleibe. Willst du mal vorbeischauen? Ja, das machen wir erstmal. Oh, Alter! Die holen wir uns natürlich erstmal. Ja. Easy. Haben wir einen Gewinner? Okay, oh. Bleib wo du bist. Geh bloß nicht weg. Das ist mal eine Antiquität. Sieht aus wie ein Bentley. Diese alten Kisten sind schnell, aber sie wiegen so viel wie ein Kreuzfahrtschiff. Jemand hat ihn am Strand auf Grund laufen lassen. Komm, hilf mir mal. Hauptsache steht eine Heizung und eine halbe Küche, ey. Ich verpasse ihm eine Generalüberholung und eine Runde mit dem Sandstrahler. Dann ist er so gut wie neu. Jawohl. 15 Scheunenfunde, ja, ist der eine, der mir noch fehlt. Dann. Okay, aber wir haben auch erstmal 10... Super Wispens und normalen Wispen. Geh erstmal verbraten. Wir haben nur noch 24.000, ey. Ja, das macht's jetzt besser mit 34, wow. Okay, dann mal gucken, was wir hier so rauskriegen. Oh, Credit Boost, Alfa Romeo, Lotus 340, ja. Aber ich hätte auch gerne die 250.000 genommen. Aber egal, wir haben ja noch ein paar Drehungen übrig. Notfalls hätten wir auch das Haus gekauft und hätten mit den Super Wispens den Rest an Geld geholt. Oh, hier gerade mal Porsche 356A. So. Oh. Der 5 Turbo FE Fähigkeitsboost ist auch nicht schlecht. Da waren 300.000 unter Vorwand.
150.000, ey. Mit Geld haben wir kein Glück. Aber wir kriegen immerhin Autos zusammen. Wir kriegen sehr viele Autos, was auch sehr schön ist. Wieder 5.000 T-Shirt und nur, oh Gott. Ich weiß echt nicht, wie viele Klamotten es noch gibt. Wir haben schon gefühlt so viele und es gibt immer noch mehr. Eine Dodge Viper, schön. Ich hätte auch das nächste Auto genommen, statt diese blaue Pulsjackenhose. Ich wollte schon mal als so ein Drag-Car bauen, richtige so, Alter, 5.000 Audi RS4 Martin-Weste mit den, ein Supernova, weil der schon so aussieht, von der Front her, 20.000. Gib mir doch die 400.000, ey, was denn da los? Oh, was haben wir für ein Pech, aber wir haben immerhin wieder 150.000, davon können wir uns schon mal ein Auto leisten. Wir kriegen so viel Klamotten, das ist echt unfassbar. Aber so richtig gutes Geld, hier 5.180, ja. Das waren wenigstens mal jetzt insgesamt über 200.000. Also den großen Gewinn hat man noch nicht in den 10 Drehungen. Ah komm, gib mir doch lieber die 160.000, dreimal Klamotten, Alter. Und davon Blumenstiefel, was willst du denn damit, ey? Komm, gib mir die Geld. Ja, der Audi RS5 ist immer ein Mehrwert als diese 30.000. Also bevor ich so 5.000, 10.000, 30.000 nehme, nehme ich lieber Autos, die meistens Mehrwert sind. Weil mit diese 400.000, so knapp. Ich wette, der Mercedes kostet, der kostet weniger als 400.000, glaube ich. Wenn ich einmal gelb hatte nur. 175.000 Ferrari. Na, das Los war jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir haben schon wieder eine 500.000. Das ist doch schon mal etwas. Oh, diesen Truck, den hätte ich auch mal so gerne. Damit würde ich so gerne ein Rennen fahren, ey. Ja, 270.000. Schön. Das war doch mal was Nettes. Besser als Klamotten. Jawohl. Haben schon wieder 1,1 Millionen, ey. Hätten wir auf jeden Fall zusammengekriegt, das, was uns fehlt. Ah, 160.000 hätte ich lieber gehabt. Das wäre dann wieder auch richtig gut gewesen. Ja, 400.000. Das ist doch mal ein gutes Los. Auto, 420.000. Jetzt haben wir schon fast wieder 2 Millionen. Das ist echt nice. Nein, 18. Immerhin 300.000. Jawohl. 2 Millionen. Man kommt doch wieder an etwas Geld. Oh Gott. Und das letzte Los war wieder eine reine Katastrophe. Ja, so läuft das. So, Weltkarte. Ah, haben wir. Ich muss mal gerade hier. Nein. Das war das Falsche. Da, Filter. So, neu. Ja, ich weiß, dass da ein Fenrir ist. Also da haben wir ein Straßenrennen. Das Fenrennen haben wir schon. Das Fenrennen haben wir auch schon. Ich meine, es gab da irgendwo noch Dirtrennen oder nicht? Oder haben wir echt nur noch diese Straßenrennen? Und dieses eine Fenrennen hier in der Mitte. Gerade Katastrophe. Blöd, dass man auch immer erst dieses andere Rennen fahren muss, damit man da überhaupt drankommt. Da ist dann ein Dirtrennen, jawohl. Und dann haben wir eigentlich schon wieder nur Straßenrennen, oder? Also hier die Straßenszenenrennen. Oh ja. Dann machen wir das Dirtrennen und danach die Straßenszenenrennen. Und dann weiß ich nicht, ob erstmal so vielleicht so eine Pause kommt in Folgen. Oder von den Folgen. Weil natürlich nichts mehr gibt. Wir haben keine Fanrennen. Wenn wir keine Rennen mehr haben, fällt das erstmal weg. So, weil was wollen wir denn überhaupt machen? Ihr könnt mir höchstens Challenges schicken, was ich dann machen könnte.
Ansonsten warte ich halt, bis DLCs rauskommen, neue Gebiete, wo wir dann eben Sachen abschließen können, weil sonst haben wir ja, glaube ich, alles. Also war ein schlechter Start und ich habe gerade an Forza Horizon 3 gedacht, da habe ich den hier komplett hochgezüchtet. Da war der etwas schneller. Immer auf Platz 5 mit dem Urquattro. Oh, oh, oh. Au. So. Vierter Platz schon. Ein bisschen sehr aggressiv reingegangen, aber nicht schlimm. So. Oh, come on. Zu schnell. Aber den Subaru will ich auch eigentlich nochmal haben. Ich will noch so ein paar Autos kaufen. Dafür werde ich dann so unsere Autosammlung eher weiter. Wir sind, glaube ich, hier schon bei über 260 Autos. Aber da soll natürlich immer noch mehr kommen. Ich muss mal gleich gucken, wie viele wir haben. Viel zu steil aus der Kurve rausgekommen. Aber dafür stylisch. Nein. So, weiter geht's hier, weiter geht's. Bergauf, dann vorbei. Und diesmal früher bremsen, damit ich nicht komplett meine Punkte verhaue. Ah, er will es ja aber wissen von mir, ne? Gibt echt gut Gas. Oh, ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Ja, den kriege ich nicht mehr. Naja, zweiter Platz ist doch auch nicht schlecht. Jo. So. Okay. Naja. Nochmal 27.000 Einfluss, da geht das auch ein bisschen weiter hoch. So, jetzt weiß ich nur, dass wir vorher schon on Respin gucken. Auto wechseln müssen. So, jetzt habe ich vorher das Auto wechseln müssen. Auto wechseln. Steht hier irgendwo das? Ne, steht leider nicht, wie viel wir haben. Ich muss wieder meinen Nissan rausholen. Genau, den GTR. Ist grüne Monster.
Sieht man das hier, wie viele Autos man hat? Stufe 32. Aha. Ne. Stufe 32 Autosammler sind wir aber. So, nicht gerade wenig ist. So, dahin. So. Mal gucken, wenn ich dann so vereinzelt eine Folge raushaue. Ich denke mal, wenn dann wieder Herbst ist. Ich weiß nicht, ob die Folgen so lange, ja, doch, könnten so lange reichen. Also Samstag. Ja, ich denke mal, Ende November wird auf jeden Fall so die letzte Folge fürs Erste kommen. Aber im Dezember soll ja schon DLC kommen, glaube ich, am 15. oder 16. Und dann werden wieder neue Folgen definitiv kommen. Bis wir das Gebiet dann auch komplett erkundet und durchgefahren sind. Da machen wir einen Abgang in See, ey. Da sind wir wieder auf der Straße. Kommt sie? Oh, oh, Kurve, Kurve, Kurve. Nee, komm. Die Kurve müssen wir einmal ordentlich nehmen, ey. Sonst kriegen wir es ja gar nicht hin. Oh. Alter Schwede. Da habe ich vielleicht etwas zu früh aufs Vollgas gegeben. Kann eigentlich sein, dass uns der erste Platz verwehrt bleibt. Okay, bei der Fahrweise kein Wunder. Shit, ich wollte ihn gegen den Baum drücken. Aber es ist ja ein Straßenrennen hier. Das ist ja alles erlaubt. Ich aber so gut lief das ja nicht. Enge Kurven fahren ist absolut nicht meins irgendwie. Da bin ich wieder auf der Straße. Gott. Aha, blockiert. Hui. Eieiei. Müssen wir schon mit solchen Mitteln arbeiten, ey. Oh, Stufe 9 bald. Stufe, ja, doch. So. Da war noch eins. So. Jo. Das werden wir noch machen. Ich denke, dann hole ich noch eine Folge, wenn wir Herbst haben, raus. Und dann sollte das das erste gewesen sein. Da sollten wir auch die letzte Scheune holen. Die Autos angucken. Dann muss ich vielleicht einen Zwischencut machen.
bis die verfügbar sind, aber dann habt ihr alles gesehen. Ist da derselbe Stadt wie beim Goliath Race erreicht? Ja, die wollten mich verarschen. Genau da ist eine massive Mauer. Na, hätte ich viel besser rausbeschleunigen können aus der Kurve. Das hat mich Zeit gekostet mit der Mauer. Alter, wollt ihr mich ernsthaft verarschen? Mit dem Allrad um die Kurve driften. So ein bisschen Offroad, aber stört ihn ja hier nicht. Da. Und jetzt kommt auch so langsam die letzte Kurve, oder? Ja. Die letzte enge Kurve. Hier noch Vollgas bis zum Ziel. So, da kommt er reingedriftet. So, haben wir das auch geschafft. Wieder GEMA geschützte Musik, deswegen klicke ich hier mal etwas schneller durch. Nicht, dass man da noch Probleme kriegt. So, also. Zu gucken für nächstes Mal. 1. 2. Das sind 3 Rennen. Nächstes Mal 3 Rennen und die Scheune. Und das abwarten und angucken. Und falls ich dann doch noch eins übersehen habe, müsst ihr das halt auch noch machen. Aber das war's jetzt erstmal von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auf dem Stand bleibt. Bis dann, haut rein.